Bekanntlich wurde die deutsch-deutsche Aufklärungstätigkeit nach der Wende und nach der Wiedervereinigung sehr unterschiedlich behandelt. Während die Agenten des Westens von jeglicher Strafverfolgung freigestellt wurden, wurden die Agenten der DDR-Aufklärungsdienste der Strafverfolgung unterworfen. Das Ganze wurde noch weiter verschärft 1992 durch das SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, in dem sogar eine nachträgliche Rehabilitierung, also eine Amnestie für diejenigen Agenten des Westens verfügt wurde, die in der DDR jemals verurteilt worden sind, also strafverfolgt verurteilt worden sind, und zwar rückwirkend seit dem Tag der Kapitulation, der deutschen Kapitulation, 8. Mai 1945, während die Strafverfolgung der Agenten der DDR 1995 durch ein höchstrichterliches Urteil des Bundesverfassungsgerichts gutgeheißen wurde. Die Verurteilung der DDR-Kundschafter wurde sogar in einem Mehrklassenstrafrecht festgelegt, und zwar diejenigen Mitarbeiter der DDR-Aufklärungsdienste, die nur von der DDR aus gearbeitet hatten, wurden von Strafverfolgung freigestellt. Diejenigen, die auch im westlichen Ausland operativ tätig geworden sind, wurden mit dem Argument, man hätte sie ja dort vielleicht erwischen und dann verurteilen können, wurden also einer begrenzten Strafbarkeit unterworfen, und die westdeutschen Kundschafter der DDR wurden uneingeschränkt für strafbar erklärt. Mit diesen erwähnten Gesetzesakten oder Rechtsakten wurde eine Praxis legitimiert, die bereits seit der Wende durchgeführt wurde, nämlich der Versuch, westliche Agenten der DDR aufzuspüren und zu verurteilen und gleichzeitig eben die eigenen Leute von Strafverfolgung freizustellen, sodass man also im Grunde, man hat damit im Grunde genommen den Schein einer Rechtsstaatlichkeit für diese Verfolgungspraxis herzustellen versucht. Im Grunde genommen handelt es sich aber, was mit den Händen zu greifen ist, um Siegerjustiz. Nehmen wir nur das Beispiel der rückwirkenden Rehabilitierung der in der DDR verurteilten westdeutschen und westlichen Agenten. Mit diesem Gesetzesakt wurde der DDR das Recht eines jeden souveränen Staates, gegnerische Spionage mit dem Mittel des Strafrechts zu verfolgen, abgesprochen. Man kann daraus den Umkehrschluss ziehen: wenn die Verfolgung gegnerischer Spionage Unrecht ist, dann hätte natürlich auch die Bundesrepublik nicht die DDR-Kundschafter verfolgen dürfen. Also irgendwo beißt sich hier die Katze in den Schwanz und ist das Ganze eben nicht rechtsstaatlich, sondern nichts anderes als nackte Siegerjustiz.